Tja, Marci, was kann ich für dich tun? Ich will gern wissen, wie man einen Mann antörnt. Tja, ich bin kein Schönheitschirurg, aber ich will tun, was ich kann. Also, Marci, du hast Steves Auto angefasst. Und was hatte Steve dir verboten zu tun? Sein Auto anzufassen. Und was hast du getan? Sein Auto angefasst. Ich verstehe dich nicht. Ich habe sein Auto angefasst, na und? Du hast einem Mann nicht gehorcht, was bedeutet, du hast deine Pflicht als Frau nicht erfüllt. Weißt du, es ist so. Frauen kapieren nicht, dass Männer sie eigentlich gar nicht brauchen. Wenn ich mit jemandem reden möchte, dann rede ich mit den Jungs. Wenn ich einen drauf machen will, dann gehe ich zu den Jungs. Wenn ich ihr Sex will, dann erinnere ich mich mit den Jungs. Aber zurück zu den Frauen. Wozu sind sie da? Für die zwei Ks. Küche und Couch. Ehrlich, wundere mich, dass deine Handknöchel nicht bluten, wenn du gehst. Guten Heimweg, Marci. Es tut mir leid, es tut mir leid. Weiter. Wie du willst. Wir haben also festgestellt, dass wir euch nicht brauchen. Jetzt wollen wir untersuchen, wieso wir euch überhaupt bei uns lassen. Weil wir optimistisch sind. Wir glauben, dass ihr euch noch ändern könnt. Der weltbekannte Sozialwissenschaftler Mr. Hugh Hefner hat auf diesem Gebiet schon viel geleistet. Kannst du langsam zur Sache kommen? Wie du willst. Marci, dein Problem ist, du bist einfach nicht unterwürfig. Also, wenn du deine Ehe retten willst, junge Dame, musst du schnell lernen, auch Kompromisse zu machen. Leg dein Aktenköfferchen weg. Nimm ein Tischtuch in die Hand. Werde eine Frau. Dazu kann ich nur eins sagen. Es gibt vielleicht ein Lebewesen mit weniger Gehirnzellen als du. Aber was immer das ist, wo immer das ist, ich bin sicher, sein Name ist Bundy. Du müsstest jedenfalls auf allen Vieren gehen und müsstest einen Wagen voller Sodapulver durch die Wüste ziehen. Du bist ein Abfall, ein Phlegma. Du bist ein echtes Schweineprodukt. Nimmst du meinen Rat an? Ja. Danke, Al, dass du mir Zeit geopfert hast. Schwein.